auch ein kritischer Blick zurück auf die Saison insgesamt in unseren Spielklassen. Ich glaube, eine Spielzeit ohne dramatische Ereignisse. Der Mann, der im Präsidium des Landessportbundes für die Berliner Sportstätten verantwortlich ist. Und ich habe hier nun mitbekommen, die Fußballer wachsen, aber die Sportplätze, werden die mehr? Naja, sie werden nicht automatisch mehr. Dafür werden wir uns jetzt einsetzen müssen. Wachsende Stadt heißt eben auch wachsende Infrastruktur für den Sport. Und wir fordern als Landessportbund natürlich dann die entsprechenden Maßnahmen auch in der Städtebauplanung so auch mit zu berücksichtigen, dass wir ausreichend Sportplätze, gedeckte und ungedeckte Sportanlagen in unserer Stadt haben. Wie gehen Sie das Problem mit den Hallen, mit den belegten Hallen an? 50 sind es wohl noch an der Zahl. Rund 54 sind es noch. Das läuft leider etwas schleppend. Das heißt, die Ankündigung, schnell alle Hallen auch bis Ende des Jahres freizuziehen, die wird wohl nicht so einzuhalten sein. Das bedauern wir sehr. Das liegt daran, dass die anderen Ersatzbauten nicht zügig fertig wären. Deswegen fordern wir Bezirk und Senat auf, nun alles zu tun, dass die entsprechenden Ersatzunterkünfte so schnell wie möglich gebaut werden, damit die Hallen freigezogen werden können. Und es ist ja auch ein weiteres Problem dann damit verbunden. Sind die Hallen freigezogen, dann bedeutet das, dass auch Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Und leider dauern dann die ein oder anderen Maßnahmen in der Vorbereitung und in der Durchführung wahrscheinlich auch recht lange. Und das bedauern wir sehr. Und von daher gilt unsere klare Aufforderung an den Senat, hier zügig zu handeln und alle Maßnahmen bündelt zu ergreifen, dass die Hallen so schnell wie möglich wieder sportfähig werden. Werden die belegten Hallen in welchem Zustand denn zurückgelassen, übergeben, wenn Sie sagen, die müssen alle saniert werden? Das muss ja unmöglich sein. Ja, das ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt einige Hallen, kleinere Hallen, wo ein neuer Anstrich ausreichend ist und eine gute Grundreinigung dann auch zum Erfolg führt, sodass die Halle wieder sportfähig ist. Aber es gibt unter anderem das Horst-Grauber-Zentrum und die Rudolf-Habich-Halle. Dort sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Da muss man wissen, da sind in den Monaten, wo diese Hallen für Notunterkünfte genutzt worden sind, rund 34.000 Menschen eben untergekommen, die dann immer weiter verteilt worden sind. Das bedeutet eine Belastung für eine solche Halle, für die beiden Hallen. Und da bleibt es dann natürlich nicht aus, dass Dinge kaputt gehen, dass bestimmte Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Das ist keine Schuld der Geflüchteten, sondern das ist eine Schuld der Massenunterbringung in diesen Hallen. Und auch die Betreiber bzw. auch die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales hat nicht auf all die Dinge geachtet, die wir gefordert haben, was beispielsweise den Schutz des Bodens betrifft. Und dann entstehen Schäden an der Tatanbahn, am Schwingboden, und das verursacht natürlich Kosten. Und da haben wir nun mal Leistungssportler, da müssen ganz besondere sportfachliche Gesichtspunkte berücksichtigt sein. Und das bedarf dann auch einer eingehenden Bewertung. Und darüber streiten wir gerade mit der Berliner Immobilienmanagement GmbH, die beauftragt ist, die Schäden festzustellen. Wir sind da nicht im Einvernehmen, aber wir hoffen, dass jetzt doch zügig mit einer Vorlage an den Senat eine Entscheidung über die Sanierung getroffen werden kann. Das ist ein großes Negativum, habe ich gehört aus Ihren Worten. Es gibt aber auch Positives, ganz einfach, wenn man hier bei den Fußballern hört, dass sogar viele Flüchtlinge in den Vereinen schon gute Leistungen bringen, gute Fußballer sind. Auf der einen Seite ist, glaube ich, der Sport überhaupt der beste Integrationsfaktor, oder? Ja, Sport baut Brücken, und das ist so, und der Fußball hat in Berlin eine tolle Leistung erbracht. Der Berliner Fußballverband hat sich engagiert und engagiert sich in vielen Unterkünften mit seinen Vereinen und bietet Angebote für Geflüchtete in Berlin ja an. Sie werden integriert, sie werden aufgenommen, sie werden begleitet, und wir entdecken auch viele Talente für den Berliner Fußball. Also ich denke, da kann man auch den Berliner Fußballverband heute mal ehren und sagen, tolle Arbeit, die ihr hier leistet. Und sehen immer gut aus. Gar keine Frage. Spielführerin nimmt die Preise entgegen.